So. Schlafen. Und dann auf nach unten. Wobei wir vorher nochmal Essen spammen sollten. Weil wir das da unten ja nicht können. Da war gar nichts. Wir müssen jetzt nach Norden, dann nach Osten, vom Hauptkorridor aus nach Süden, den altbekannten Weg runter. Ja, was kriegen wir hin? Wir kriegen es nicht hin, ohne in die Lava zu fallen, aber das mache ich einfach gleich selbst. Ich will nicht erst gegen die Decke donnern und dann runterfallen. Da springe ich lieber absichtlich rein. Ja. Das wäre jetzt Osten. Das heißt, gleich kommt der Knubbel. Oh. Genau, der Knubbel. Und hier jetzt nach Süden. Schräg runter. Gerade runter. Zweite Tür rechts. Klick. So. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Oh, stopp. So. Wir hätten gerne IMN. Ein Käse. Das war jetzt nicht ganz so effektiv. Schlafen. Schon besser. Schlafen. Sleep is uneasy. Ja, wir haben schon zu viel geschlafen in den letzten Folgen. Aber gut, das Essen müsste jetzt fast reichen, um uns voll zu machen. Ja, man merkt definitiv, dass wir wieder Mana dazu bekommen haben. Haben wir doch, oder? Kommt mir jedenfalls vor. Immer noch nicht voll. Na gut, schlafen. Die arme Wache, die oben vor dem Eingang hockt und wartet, dass wir mit der Prinzessin zurückkommen. Fiel mir nur gerade so ein. Und ich sollte nicht so spammen. Mal schlafen. So, jetzt aber. Komm schon, Avatar. Du hast langsam genug gegessen. Einmal. Zweimal. Kein Platz. Dreimal. Also ich bin immer davon ausgegangen, einmal schlafen kann man durch einmal Essen ausgleichen, aber sehe ich jetzt... Ah, okay. Einmal schlafen. Einmal essen. Licht an. Und wir hätten gar nicht schlafen müssen, weil wenn wir runtergehen, hier eh alles Mana verlieren. Karte. So, wo fangen wir an aufzuräumen? Das komische Rumgespringe da will ich nicht wirklich. Ich glaube, ich gehe runter ins Wasser und gehe dann hier rum, weil darüber kamen wir irgendwie nicht. Also Westen. Genau. Hier rum, darum ins Wasser hüpfen. Nicht von diesen komischen Tentakelviechern getroffen werden, weil die vergiften ganz schön stark. Ja, lauf, 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 lauf. Oh, sind das viele. Hüpf. So, schnell, 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 schnell. Sehr gut. Okay. Jetzt mit dem magischen Schwert und Schild und unseren ganzen Angriffspunkten und was weiß ich. Warum ist das Ding zu? Jungs? Warum habt ihr das Tor zugemacht? Gab es da noch einen zweiten Zugang zu? Nö. Mist. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Warte mal, wir müssen jetzt irgendwo... Ah, ihr macht das selber auf. Sehr schön. Dann komm noch mal her. Treffer. Nicht die Tür hauen. Nur den Troll. Ah, da kommt gleich der nächste Troll. Ich will nur einen umbringen. Einen Gegner, egal was. Oh, sehr schön. Trolles Geld.
Troll ist rot. Troll ist tot. So, jetzt du. Du hast dich so hervorgetan. Zack. Zack. Boah, sehr schön. Also ja, mit richtig viel Angriffskraft, um nicht zu sagen maximale Angriffskraft, spielt sich das doch gleich wesentlich entspannter. Und auch die Verteidigungswerte. Ich meine, wir haben noch keinen richtigen Treffer abbekommen. So. Kaputt. Oh, noch einer. Ah, egal. Wir sind der Avatar. Oh, schon der erste Treffer. Das ist alles Pipifax. Troll gelb, Troll rot. Troll tot. Jetzt fehlst nur noch du. Und dein kleiner Freund da hinten. Und der kleine Freund hinter dem kleinen Freund. Echt schade, dass wir das ganze Gold nicht mitnehmen können. Also ja, wir brauchen das Gold gar nicht, aber das ist immer so eine Sache bei mir. Ich horte gerne Schätze. So. Zack, zack. Wobei wir hier eigentlich vollkommen falsch sind, fällt mir gerade auf. Wir wollten ja eigentlich nach Südost, um das Amulett zu finden. Aber ja, dich nehme ich mal mit und probiere mal abzubeißen. Nö, geht nicht. Okay, Ruhe. Ruhe ist schon mal schön. Was haben wir hier? Du wirst zu schwer sein, ja. Benutzen, klick. Essen, essen, noch mehr essen. Und was machst du? Schalter. Du machst bestimmt das Tor zu, oder? Kannst es von hier nicht benutzen. Oder du machst das Tor auf. Klick, einmal gedrückt, Tor ist offen. Hm. Na gut, wir sind hier zum Erforschen. Oh, eine Grube. Liegt da unten bei den Knochen noch irgendwas? Nö. Ja. Oh, da ist der Boden gerade abgestürzt. Es scheint nicht ganz so sicher zu sein hier. Oh, definitiv nicht sicher. Aber das ist ja garstig. Ach, das war so eine... Es gibt Spinnen, die bauen im Boden so eine Art Trichter. Mit so einem Deckel drauf. Und der Deckel kann dann einbrechen. Und das ist wohl gerade hier passiert. Oder sollte so dargestellt werden. Dass wir hier eine Ebene haben, dann treten wir drauf, die ganze Ebene sackt ab und die Spinnen greifen uns an. Sehr cool. Also ja, für so ein altes Spiel überrascht es einen doch immer wieder. Es sind ganz schön viele Abzweigungen hier. Oh, nochmal so ein Ding. Ich habe gerade einen Zauberspruch gehört. Komisch. Komm, nicht vergiften. Ist ganz schön garstig für so eine stinknormale Spinne. So, hüpf. Ich glaube, ich werde eine ganze Weile brauchen, bis ich die ganze Gegend hier aufgedeckt habe. Oder laufen wir schon im Kreis? Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Freund oder Feind? Wahrscheinlich Freund. Ach, du könntest der verlaufene Magier sein. Naruto? Ich bin hier, um den Zauberer Tybal zu besiegen. Nun, da sollst du besser auf dich aufpassen. Es gibt hier ganz schön garstige Spinnen. Mein Freund wurde von einer umgebracht. Im Norden. Er hat einen Schlüssel, der mir erlauben würde, einen wichtigen Ort zu betreten. Dort könnte man einen Gegenstand finden, der einem erlaubt, durch Tybals Irrgarten zu kommen.
Weißt du, warum meine magischen Kräfte entzogen wurden? Ein mysteriöser Orb entzieht die Magie von allen lebenden Kreaturen auf dieser Ebene. Ha. Und deswegen kann ich nicht zaubern? Genau. Der Orb nimmt die Magie und transferiert sie irgendwo hin. Wer ist dahinter? Wahrscheinlich der Zauberer, hm? Ja, überall. Er ist böse? Ja, das ist er wohl. Jedoch, falls du vorhast, den Orb zu zerbrechen, solltest du dich besser gut vorbereiten mit Mitteln anderen, also mit anderen Mitteln als mit Zaubern. Wie kann so etwas getan werden? Was? Alles, was mir einfällt, also wie man es zerstören könnte, ohne Magie. Alles, was mir einfällt, wäre herauszufinden, woher der Orb kam und ein kleines Fragment von der Substanz wieder dahin zu bringen zu dem Orb. Und so sollte man in der Lage sein, den Orb zu zerstören. Weißt du, woher der Orb kam? Das weiß ich nicht, aber ich denke, ein Freund von mir, der im Gefängnis verrottet, könnte das Secret rausgefunden haben, bevor er von Tyber gefangen genommen wurde. Falls du mit ihm sprechen kannst, kann er dir bestimmt helfen. Gefängnis, hm? Da sollten wir, glaube ich, eh hin. Also später. Wir sollten eigentlich nach Südosten, glaube ich, um das Amulett zu finden. Und dann nach Nordwesten zu den Gefängnissen und Tybal selber. Danke für deine Hilfe. Ich werde ihn aber gleich nochmal ansprechen. So. Oh. Die ganzen anderen Dialogoptionen sind jetzt weg. Ah, das ist schade. Na gut, danke und leb wohl. Was war das jetzt eigentlich? Blauer Edelstein. Oh. Spinnchen. Komm her. Und danach sollten wir wieder auf die Karte gucken. Weil ich habe gerade absolut keine Ahnung, in welcher Himmelsrichtung ich bin. Also ich müsste eigentlich noch im Norden sein, aber wir sind so viele Gänge lang. Oh, ein Schlüssel. Du gehst mal dahin und du gehst da rein. Karte. Okay. Haben es ja ziemlich nördlich gehalten. Ja. Kurz noch die kleine Ecke hier aufdecken, damit die Karte vollständig ist. Wir sollten den NPC eintragen. Der war hier irgendwo. NPC. So. Das könnte der Zugang... Was zur Hölle? Was ist eine Latrine? Gucken wir mal die Wände an. Moosbedeckte Wand. Ja, es könnte eine Art Latrine sein. Oder halt ein Geheimtunnel, wo man tauchen müsste. Aber man kann nicht tauchen, soweit ich weiß. Ja, okay. Da bei dem NPC. Warte mal. Also zurück nach Osten. Da. Und dann nicht oben rum. Warte mal. Nee, da war keine Verbindung hier rüber. Oh, das sieht wichtig aus. Steinwall, Steinwall, Steinwall. Oder auch nicht. Das ist ja komisch. Sind so viele kleine Nischen hier, wo man denken würde, dass da irgendwas Besonderes ist. Also hier ist der Anfang vom Kerker, weil halt die Wände aussehen wie Steinmauern. Oder hier der Moosbereich, dass es da irgendwie eine wasserartige Gegend geht. Aber
Ist nicht. Ah, aber hier. Hier kommt gleich wieder ein Bereich, wo wir das Medaillon vorzeigen könnten. Was wir nicht haben. Ja, nee. Ich denke, hier kommen wir jetzt langsam wirklich in den Bereich von dem Gefängnis und dem Magier. Und ich würde doch schon mal ganz gerne das Medaillon benutzen. Also ja, man kann sie einfach durchschlachten, aber wir müssen eh das ganze andere Gebiet auch noch abgehen. Und wenn wir dann eh da sind, können wir das Medaillon mitnehmen und das einmal benutzen. Vielleicht kommen wir auch so an etwas andere Dialogoptionen ran. Also vielleicht verplappern sich die Wachen bei irgendwas oder müssen wir halt gucken. Also ja, wir gehen jetzt ins Labyrinth zurück. Versuchen ein paar von den Seitengängen auch noch zu erforschen für die Karte. Und dann sollten wir im Südosten, wo wir so springen mussten, da wieder hingehen, da aufräumen und nach dem Amulett gucken. Dann sammeln wir hier östlich wieder so ein kleiner Seitengang. Da. Oh, das ist nur eine Spinnenfalle. Eins. Hey, die fliegt. Garstiges Biest. Aber ja, das ist super schön, dass wir das Schwert jetzt haben, das unzerbrechlich ist. Muss ich mir keine Gedanken über das Reparieren machen. Und vor allem auch nicht kaputt gehen durch gegen Wand schlagen oder gegen Türrahmen schlagen oder sowas in der Richtung. Jetzt bräuchte ich nur noch das Rüstungsset vom Avatar. Also in Ultima Online habe ich das. Aber ich glaube nicht, dass das man hier irgendwie importieren könnte. Das wäre doch ein wenig komisch. So. Das war noch nicht auf der Karte. Oh, und hier geht's runter. Sehr schön. Hätten wir den Weg auch schon mal. Rutner. Ja, ich verstehe, was Rutner heißt. Das passt schon. Also einmal Rutner. Und hier kommen wir her. Das heißt, ich laufe einmal ganz kurz den Zickzackweg hier, damit alles auf der Karte ist. Richtig? Richtig. Okay, dann wird jetzt kurz abgespeichert und dann gehen wir in der nächsten Folge weiter diese Irrgänge entlang Richtung Südosten zu dem eigentlichen Amulett, das wir ganz am Anfang hätten holen sollen. Also bis gleich.